Schön, Sie zu sehen. Tschüss. Hallo, Helen. Grüß euch. Grüß euch. Wie oft machen Sie eigentlich Sport? Ich versuche tatsächlich viermal die Woche Sport zu machen, also ein bisschen Krafttraining, Ausdauer, je nachdem, wie viel Zeit bleibt. Also viermal die Woche, das schaffe ich eigentlich. Das ist ja klasse. So oft würde ich auch gern zum Sport gehen, ich schaffe es aber nur zwei bis dreimal die Woche. Aber ich finde, es ist ja wichtig, dass man überhaupt Sport treibt und ja. Dann gar nicht die Frage, ob es jetzt dann einmal oder fünfmal die Woche ist, Hauptsache man macht überhaupt irgendwas, finde ich. Da haben Sie natürlich völlig recht und ich finde gerade in Zeiten wie diesen ist es doch wichtig, in Bewegung zu bleiben. Eindeutig. Also es gibt ja etliche Studien, die zeigen, dass regelmäßig Sport treiben nicht nur das Immunsystem stärkt, sondern auch gut für die psychische Gesundheit ist. Also ehrlich gesagt hebt es meine Laune im Moment auch ungemein, wenn ich mal Radfahren gehe oder joggen gehe. Das tut natürlich der körperlichen und psychischen Gesundheit einfach gut, stärkt die Immunabwehr. Eigentlich sollten viel mehr Menschen kontinuierlich Sport machen. Das stimmt. Also ich habe zum Beispiel mal mit einem Professor von der Uniklinik mich unterhalten und die sagen, da gibt es neue Erkenntnisse. Also zu jeder Psychotherapie zum Beispiel gehört auch immer regelmäßiges Sportprogramm, einfach weil das den Menschen gut tut, weil sie da einfach auch besser drauf sind. Also das, was Sie ja auch sagen. Ne? Also mir geht es so, wenn ich mal früh, mache meistens früh Sport, wenn ich einmal keinen Sport gemacht habe und es mal über ein paar Tage nicht schaffe, dann ist jedenfalls meine Laune nicht ganz so gut, sondern dann muss ich schauen, dass ich tatsächlich auch wieder dann Sport treiben kann. Gerade ältere Menschen haben im Moment ein bisschen Angst vor Corona, kommen nicht mehr ins Fitnessstudio, haben natürlich ein Thema mit dem Testen. Und da finde ich es insbesondere ganz gut, dass man jetzt bei dem 2G+, dass Geboosterte einfach keinen Test mehr machen müssen. Und ich wünsche mir eigentlich, dass jetzt ältere Menschen wieder ins Fitnessstudio kommen, weil gerade in der Altersforschung hat man ja auch gemerkt, wie wichtig Sport ist, wie wichtig Anreize sind. Eindeutig, ne? Also es ist tatsächlich so, dass ich glaube auch in der Demenzforschung ist es so, dass man nachweisen kann, dass Menschen, die wirklich aktiv bis ins hohe Alter sind und Sport getrieben haben, zum Beispiel dann sehr viel weniger auch diese typischen Alterserkrankungen bekommen. Also insofern ist es schon gut. Und es wäre natürlich wünschenswert, dass jetzt auch in der Pandemie dann viele Ältere, aber überhaupt die Leute regelmäßig zum Sport gehen. Naja, gerade hier im TV Vital gibt es eben auch jüngere Mitglieder, die sind natürlich noch nicht geboostert. Und da geht natürlich, wenn ich zwei- oder dreimal oder wie Sie viermal die Woche ins Fitnessstudio gehe, da geht das natürlich ganz schön ins Geld. Die Tests sind momentan rar. Mhm. Deswegen war uns das auch wichtig, dass wir jetzt für jedermann Tests spenden, um gerade jetzt vor Weihnachten in Erlangen möglichst viele Menschen zum Sport zu motivieren oder dass aufgrund der Testsituation man trotzdem geht. Und deswegen haben wir für den TV diese 2000 Tests gespendet. Das war mir wichtig. Ich finde das eine großartige Geschichte, weil das ist so auch meine Erfahrung jetzt in Gesprächen auch mit Betreibern von Fitnessstudios, aber genauso natürlich in den Vereinen, dass diese Testpflicht und auch die Kosten, die damit verbunden sind, viele davon abhält, auch tatsächlich regelmäßig zum Training zu gehen. Und deswegen finde ich es eine großartige Geschichte, dass Sie oder dass die Streiber Stiftung diese Tests zur Verfügung stellt und dann ja auch den Leuten einen Anreiz gibt, dann wieder zum Training zu kommen. Also keine Ausrede mehr, kommen Sie weiterhin ins TV Vital. Hallo, ich bin Klaus Leutsch, der Studioleiter hier im TV 1848, hier im TV Vital, unserem Fitnessstudio. Und ich wende mich an unsere Mitglieder, aber auch an alle Sportbegeisterten, an alle Sportfreunde, Sportler in Erlangen. Wir alle wurden natürlich wieder getroffen von den neuen Maßnahmen, insbesondere dem Plus auf dem 2G, sprich auch für Geimpfte die Pflicht zu einem Test, wenn man im Fitnessstudio trainieren möchte. Und ich habe da eine erfreuliche Nachricht, weil
Bisher mussten natürlich die Mitglieder ihren Test mitbringen oder eine Testbescheinigung. Wir haben jetzt von der Schreiberstiftung viele, viele Tests geschenkt bekommen, die wir eben jetzt weitergeben, kostenlos an alle Mitglieder, die bei uns zum Sporteln kommen und eben so einen Test brauchen. Ihr braucht also keine Tests mehr mitbringen. Wir haben Tests hier vor Ort, die ihr gerne nutzen könnt. Ja, und natürlich gab es einen ganz schönen Einbruch, als dieses 2G Plus aufkam. Wir hatten zunächst rund 50% weniger Nutzer als vorher. Das spielt sich so langsam wieder ein, aber natürlich kommen deutlich weniger, als wir das gewohnt waren. Und deshalb der Aufruf, lasst euch nicht abschrecken, nur von diesem Test. Wir machen das hier im Haus ganz sicher, ganz unkompliziert. Wie gesagt, ihr braucht nicht mal Tests mitbringen. Wir haben die Tests hier. Und lasst euch den Sport nicht nehmen. Jeder weiß, wie wichtig das für die Psyche ist, auch fürs Immunsystem ist, gerade jetzt in der Phase, in der wir uns befinden. Ja, und natürlich bedanken wir uns vom TV 1848 ganz herzlich bei der Schreiberstiftung, dass sie da so großzügig auf uns zukamen und ganz unkompliziert mit uns das jetzt hier durchführen. Ein großes Dankeschön an dieser Stelle und kommt zurück zu uns.